Es soll wieder gelingen. Pokalverteidiger Alba Berlin fährt mit einer klaren Aufgabenstellung zum Top 4 nach Ulm. Ich würde mal sagen, klare Ziel ist, Pokal zu verteidigen, weil sonst braucht man da gar nicht hinfahren. Selbstbewusstsein kann das Team von Trainer Sascha Obradovic für die Mission Titelverteidigung auch aus dem Sieg gegen den Tabellenzweiten der spanischen Liga im Eurocup ziehen. Gegen Valencia egalisierten die Albatrosse einen 10-Punkte-Rückstand und gewannen am Ende mit 78-73 und warten somit die weiße Heimweste auf der europäischen Bühne. Ja, natürlich ist es immer besser, wenn man mit einem Sieg zum Top 4 fährt, als mit der Niederlage. Wir wollen diesen Schwung mitnehmen. Natürlich war es jetzt nicht so kein besonders schönes Spiel, aber wir haben gewonnen und das ist, glaube ich, das, was zählt. Es war schön wieder zu sehen, dass wir wieder von einem Rückstand uns zurückgekämpft haben, das gedreht haben. Ich glaube, für die Psyche ein ganz wichtiger Sieg hinsichtlich des Wochenendes. Valencia ist ein Top-Team, auch mit Sicherheit besser als Bamberg. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir Samstag alles bringen müssen. Gegen den Halbfinalgegner aus Bamberg gewannen die Berliner in dieser Spielzeit 2 von 3 Vergleichen. Gegen die möglichen Finalkontrahenten Ulm oder die Bayern die bisherigen Vergleiche in dieser Saison. Im Semifinale am Samstag gilt es von Beginn an, bereit zu sein. Ich glaube, damit haben wir Bamberg im Spiel, als wir hier waren, haben wir sie kontrolliert. Bamberg wird sich mit Sicherheit darauf einstellen und versuchen von der ersten Minute an auf unsere aggressive Defense zu reagieren und die müssen wir bringen. Besondere Angriffslust herrscht bei Top-4-Neuling Akim Vargas. Angespannt bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich voller Vorfreude, weil ich das erste Mal sowas überhaupt mitmachen kann, weil ich eben die Chance habe, einen Titel zu gewinnen und ich glaube, wir gehen da sehr selbstbewusst alle rein, ich zumindest. Keine Angespanntheit, nur Vorfreude, gute Voraussetzung für die klare Aufgabenstellung für das Top 4. Ich würde mal sagen, klare Ziel ist, Pokal zu verteidigen, weil sonst braucht man da gar nicht hinfahren.